Leute. So Leute, willkommen zu einem neuen Projekt hier auf Army of Idiots. Wir spielen einfach mal Fantasy Life. Mit dabei ist im Hintergrund Kevin. Hallo. Und das ist ein 3DS Spiel. Dementsprechend ist es auch eigentlich erstmal nur so ein Test. Ich möchte mal gucken, wie das Spiel so läuft, performancemäßig. Und ja, ihr seht jetzt gerade nur den oberen Bildschirm. Citra was unable to locate 3DS. Ja, okay, no, geh mal weg. So. No. So, jetzt. Neues Spiel. Ich schaffe einen Avatar. Ja, ja, machen wir. Junge. Ja, keine Ahnung. Ich würde sagen, ich mache hier jetzt nicht lange rum. Aha. Und das mache ich jetzt mal mit dem Touchscreen, dass es schneller geht. Ja, das kann man auch so lassen. Ja, noch eine kurze Frisur. Können wir auch tun. Ich weiß nur gerade noch nicht, wo ich das einstellen kann. Ah, ich glaube, wir machen auch diese schrecklichen Kulleraugen hier. Oder nehmen die hier, die gehen auch. Oh je. Yeah. Können die ein bisschen weiter runter? Ja, dann lassen wir das einfach so. Das sieht zwar ziemlich seltsam aus, aber... Ja, man kann es so lassen. Ohren... Können wir so Elfenohren nehmen. Spitzohren, runde Ohren. Normale Ohren. Ja, wenn es normale Ohren sind, dann nehme ich natürlich die normalen Ohren. Die sind ja ganz normal. Und hier. Ja, komm, nehmen wir den Mund hier, den fröhlichen Mund. Einen Schnauzer brauchen wir nicht unbedingt. Ne, da lassen wir einfach mal gar nichts. Weiter. Und dann noch die Stimme. Wir nehmen auf die lässige Stimme hier. Und jetzt will schon wieder irgendwas von mir, der C3-Emulator. Wir brauchen einen Namen. Wie nennen wir uns? Wir nennen uns einfach AO4. I. Bestätigen. Wähle das Leben, welches du gerne führen möchtest. Keine Sorge, du kannst dein Leben später neu ausrichten. Paladin, Söldner, Jäger, Magier, Koch, Angler, Holzfäller, Schürfer, Schmied, Schreiner, Schneider oder Alchemist. Was wollen wir nehmen? Kevin? Schreiner gab's auch, ne? Ja. Einem Schreiner. Okay, oh je, wie wir jetzt aussehen. Egal, möchtest du noch etwas ändern? Ja, ich wollte eigentlich nochmal gucken bei der Frisur. Kann man da nicht irgendwie die Haarfarbe ändern? Wähle deine Frisur und Haarfarbe. Ach, ich glaube, die Haarfarbe, das ist ein Fehler bei dem Emulator, die wird mir nicht angezeigt. Ja, egal, dann machen wir einfach die Farbe hier. Und okay. So, und hier steht wieder, Citra ist irgendwas unable, bla blub. Gut, aber Hauptsache das Spiel läuft. Das ist doch das Wichtigste. Dies ist ein magisches und friedliches Land. Es wird Riveria genannt. Einst schaute ich von den Wolken herab, doch nun schaue ich zu eben diesen herauf. Am Firmament schwebt ein Mond, sein Name Lunaris. Riverias Landschaft erglänzt im silbernen Lichte von Lunaris. Die Morgendämmerung schleicht sich heran. Ist mein Held nah? Ich erahne eine Präsenz. Ein Mensch, versunken in einem zwiespältigen Traum. Schürfen, schmieden, fällen, kochen, nähen, sägen? Oder wie die Person angeln, jagen, ein Schwert schwingen, beschwören, brauen oder dem Ruf der Ehre folgen? Die Entscheidung, die er jetzt treffen muss, ist die Auswahl eines Lebens. Der Morgen bricht schon bald über Riveria herein. Es wird Zeit, dass unsere Geschichte beginnt. Sehe ich genauso. So, da sind wir in unserem bescheidenen
Wohnung. Ach weh, bist du aus deinem Bett gefallen? Ich habe gerade einen lauten Knall gehört, also bin ich sofort hergestürmt. Ich dachte, einer dieser großen Steine wäre auf unser Haus gefallen oder so etwas in der Art. Was schaust du so schockiert, mein Lieber? Hast du schlecht geträumt? Also, nö. Was sollen wir wählen? Also oder nö? Ich will einfach mal... nö. Ja. Also ich hatte einen lustigen Traum. Darin bist du aus dem Bett und auf deinen Kopf gefallen. Ich bin schon froh, dass du nicht durch die Decke gekracht bist. Der Boden hier ist alt und knarrt. Oh, ach ja, ich habe gehört, du hast dich endlich für deinen Lebensweg entschieden. Ach, ich freue mich ja so sehr mit dir. Wie aufregend. Hast du schon im Briefkasten nachgeschaut? Da könnte ein Brief vom König drin sein. Du sollst mal raus und nachsehen. Das können wir in der Tat tun. Geh nach draußen. Oh je, hat er nur ein Bein? Nee. Ja, jetzt haben wir tatsächlich Post. Hier, mein Lieber, der Briefkasten ist hier, schau mal. Dein Briefkasten enthält Briefe von Stadtbewohnern, Werbezetteln von örtlichen Händlern und so weiter. Manchmal erhältst du auch einen Brief, der für die Story wichtig ist. Du kannst auch Tutorials zu Spielfunktionen in Form von Briefen ansehen, also lies dir deine Briefe durch, wenn du einmal nicht weiterkommst. Okay, wie kommen wir hier runter? Ah, da ist eine Treppe. So, also lesen wir einfach mal den ersten Brief vom König. Hallo, Amir Foetjets, ich möchte, dass du zum königlichen Hof kommst, sobald du deine Lizenz erhalten hast. König Erik von Castell. Jo. Achso, zurück. So. Ist der Brief vom König? Na, sieh nur, das ist ja ein wirklich königliches Siegel auf dem Umschlag. Ach, der königliche Brief. Jeder bekommt einen, wenn er seinen Lebensweg zum ersten Mal wählt. Aber du brauchst erst eine Lebenslizenz, bevor du vor dem König treten kannst. Hast du schon eine? Hol dir erstmal in der Lebensgilde deine Lizenz, bevor du zum Schloss gehst. Die Gilde ist drüben. Dort auf dem Platz siehst du das Gebäude. Es ist um die Ecke. Du kannst dich nicht verlaufen. Aber ich markiere das auf deiner Karte. Man weiß ja nie. Deine nächste Storyaufgabe wird in dem Banner oben im Touchscreen angezeigt. Ein Pfeil auf der Minikarte zeigt den Weg zur Aufgabe. Folge einfach dem Pfeil. Okay, die Karte könnt ihr ja nicht sehen, aber ich kann kurz gucken, dass ich sie mal kurz einblende. Unterer Bildschirm. Okay, jetzt ist sie natürlich gerade sehr gut zu sehen hier. Lass einfach mal hier hoch. Moment, so. Ha, ich gebe dir ein leckeres Bonbon, damit du vor dem König nicht die Nerven verlierst. Halten Max Bonbon. Steck's in deinen Beutel, mein Lieber, so hast du immer alles in der Hand. Mit dem Beutel kannst du schnell auf ein Item zugreifen. Berühre das Beutelsymbol auf dem Touchscreen, um deinen Beutel zu öffnen. Mit dem Zubeißen-Symbol kannst du mit geöffnetem Beutel Items austauschen. Items im Beutel können sofort benutzt werden. Bewahre bis zu 8 Items gleichzeitig in deinem Beutel auf. Plan voraus, halte Items griffbereit, die du häufig verwenden wirst, zum Beispiel Genesungstränke. Eile nun zum Schloss, mein Lieber, aber vergiss nicht, erst zur Lebensgilde zu gehen. Prolog. Willkommen in Deveria. So, und jetzt seht ihr hier eben oben rechts die Karte. Und da steht auch die Aufgabe, suche die Lebensgilde auf und ein Pfeil, der uns zeigt, dass die Lebensgilde hier ist. Gut, ich würde sagen, das genügt soweit. Jetzt habt ihr die Karte und den unteren Bildschirm mal gesehen. Ich finde es aber besser, wenn man nur den oberen sieht. Deswegen habe ich jetzt die Karte wieder entfernt. So, Castell Lebensgilde. So, ja, Castell Lebensgilde. Hallo Bursche, du bist doch Army of Wade jetzt, nicht wahr? Hier ist deine Laienlizenz, verlier sie nicht, ja? So, wir sind jetzt Schreiner. Die Schreinerlizenz vom Gildenmeister erhalten. Wenn du schon mal hier bist, kann ich dir gleich einiges über dein Leben erzählen. Hör gut zu, Bursche. Reden wir mal über deine Lizenz. In Reveria nennt man deinen Beruf Leben. Um ein neues Leben zu beginnen, musst du erst eine Lizenz für dieses Leben von der Lebensgilde erhalten.
Für jedes Leben gibt es einen Meister. Nach dem Erhalt der Lizenz solltest du den jeweiligen Meister aufsuchen. Er wird dich essentielle Fähigkeiten für dieses Leben lernen. Der Level deiner einzelnen Leben, Rang genannt, steigt mit Abschluss bestimmter Lebenserfolge. Ein höherer Rang bringt neue Fähigkeiten mit sich. Jedes Leben hat individuelle Fähigkeiten. Du kannst jedoch auch die Fähigkeiten vergangener Leben in einem gänzlich anderen Leben einsetzen. Das sollte es für den Moment gewesen sein. Du wirst seine Majestät ja nicht warten lassen. Falls du noch Fragen hast, kannst du gerne zu mir kommen. Kennst doch den Weg zum Schloss, oder? Hier raus und dann einfach nach Norden. Hilfe! Ich wollte doch niemandem was. Bitte lass mich einfach vorbeiflattern. Glaubst wohl, du bist clever, hm? Witzchen reißen, hm? Komm zurück, du. Wir lassen dich nicht entkommen. Ich wollte doch keine Witze reißen. Hilfe, helf mir. Ja, okay, ich habe keinen Bock, das so zu vorzulesen, aber naja, das waren jetzt gerade nur 3 Fragezeichen, deswegen keine Ahnung, wer das sagt. Was für ein Wirbel da draußen, klingt nach Chaos auf dem Platz. Schauen wir einfach mal nach. Jetzt beruhig dich mal, ja? Wir tun dir auch nicht weh. Bitte, lass mich doch in Ruhe. Glaubst du, wir lassen dich einfach so gehen, nach dem, was du gesagt hast? Aber ich habe mir nichts dabei gedacht. Dafür ist es zu spät und hält nicht auf, dich von deiner Strafe zu drücken. Oh, bitte, bitte nicht aufspießen und in einen Schockkasten stellen. Bitte. Macht keine Brosche aus mir oder eine Hutnadel. Oh, bitte nicht. Du bist schon komisch, hm? Aber ein sprechendes Flattertier sieht man selten, hm? Kann man so sagen. Eins steht fest, wir werden heute Abend gut essen, ha. Ihr wollt mich essen? Wir essen dich nicht, du Flatterding. Wir verkaufen dich und werden reich. Nein. Du, hey du da. Hilfst du ihr? Na klar. Ich habe keine Ahnung, wer du eigentlich bist, aber du bist ab jetzt mein Held. Trotzdem muss ich deine Hilfe ablehnen. Ich muss mit diesen Rohlingen selbst fertig werden. Hast du das gehört? Jetzt beschimpft sie uns noch als Rohlinge. Mann, du hast meinen Bruder wütend gemacht. Jetzt bist du so richtig geliefert. Ich habe doch gerade erst angefangen. So kann es nicht zu Ende gehen. Hey du, also ich brauche deine Hilfe jetzt doch. Du willst diesem hochnäsigen Flattervieh echt helfen? Haben so Flattertiere echt Nasen? Hör mal zu, du Erbsenhirn. Sei mal für eine Minute ruhig, verstanden? Und du Vorwärtstüte, spiel Held auf dem Spielplatz nicht hier. Hörst du echt, wir lassen dich in Ruhe, nur weil du mal nett fragst? Ha! Wir sind Schurken, wir machen unsere eigenen Regeln und wir tun alles, um an Gulden zu kommen. Meine Minute ist um. Hör mal, Kind, Verbrechen ist nicht unser ganzes Leben. Wir sammeln Pilze und pflücken Blumen und wir angeln und verkaufen dann alles für Gulden. Gulden ist der Name der Währung in Riveria. Du kannst deine Gulden auf viele Arten verdienen. Gegner zu besiegen oder bei deinen Abenteuern gesammelten Items an Händler zu verkaufen, bringt Gulden ein. Du kannst in jedem Leben Gulden verdienen. Gulden sind nicht alles, aber sie sind nützlich. Du kannst die verschiedensten Läden in ganz Riveria auskaufen. Verdiene viele Gulden, um im Wohlstand zu leben. Wenn du dem Flattervieh da wirklich helfen willst, dann lass deine Gulden drüber wachsen. Alle! Lern mal seine Taschen! Jawohl, Bruderherz! Hey Bruderherz, du musst jetzt stark sein, das Kind trägt nicht einen Gulden am Leib. Was? Vergiss mal lieber die Flatterplage da. Du hast ganz andere Probleme, Kind. Weißt du nicht, dass du in dieser Welt ohne Gulden aufgeschmissen bist? Hey, was haben wir denn da? Ja, hast du ein paar versteckte Gulden gefunden? Nö, keine Gulden, nein, Bonbon. Keine Gulden, nur ein mageres Bonbon? Das Kind tut mir jetzt schon ein bisschen leid. Naja, besser als nichts, haha, her damit. Überreicht Max Bonbon. Hör gut zu, Kind. Kümmere dich in Zukunft um deinen Kram und geh ein paar Gulden verdienen. Dein Bruder ist schon schlau, was? Verdien ein paar Gulden, das ist sein Motto. Hippie, du hast mich aus einer ziemlich verzwickten Lage gerettet. Vielen, vielen Dank. Ich wollte mehr über all die verschiedenen Leben erfahren, also habe ich jeden ausgefragt. Als ich die beiden sah, habe ich nur gefragt, welches Leben fehlt ihr denn? Dieb? Schläger? Und dann haben sie angefangen, mich anzuschreien und mich zu verfolgen. Ich verstehe das nicht. Was habe ich für ein Glück, dass du aufgetaucht bist. Ich flattere ewig in deiner Schuld. Ich habe jetzt etwas Wichtiges zu tun, also werde ich jetzt davon flattern. Wo war nochmal das Schloss? Nördlich von hier, oder?
Oh, da ist es ja. Auf Wiedersehen und viel Glück. Gut, Leute. Und was passiert, wenn wir zum Schloss gehen? Das erfahrt ihr dann in der nächsten Folge von Fantasy Life hier auf Army of Void Hits. Ciao!